10 Spiele waren die Wiener Capitals zuletzt in der Albert-Schulz-Halle ungeschlagen. Eine beeindruckende Serie. Ob diese auch gegen die Black Wings aus Linz halten würde? Ja, ich glaube, bin überzeugt. Wird knapp, aber bin sicher, dass das halten wird, die Serie. Glaube ich nicht. Heute machen wir die Linzer das. Haben Sie einen Ergebnistipp? Ja, ich schätze ungefähr 3-2. Es wird sicher eine schwere Partie für beide. Beide müssen sie sehr anstrengend. Es geht um einen zweiten Platz. Und ich hoffe, der Bessere gewinnt. Ich hoffe, Linz. Muss halten. Sonst werden wir Vierter. Wenn wir gegen Salzburg auch verlieren am Dienstag, sind wir Vierter. Wir müssen gewinnen. Es ist wurscht, was passiert. Wir müssen gewinnen. Der Tassi Wawrinka ist wieder dabei. Gott sei Dank. Ja. Wichtigste Mann hinten in der Verteidigung. Das ist super, ja. Das ist optimal. Einer der besten Verteidiger in Österreich. Doch so wichtig Tassi Wawrinka für die Caps auch ist, die erste Heimniederlage nach 10 Spielen in Folge konnte auch er nicht verhindern. Well, I think the energy was very positive. The erste Drittel, we're having viel Torschießen, viel Chance in the erste 10 Minuten and then the Überzahl was nicht perfekt. Ja, unser Ziel ist immer sehr stark Eislauf und stark zu beginnen. Das ist uns sehr gut gelungen und wir haben dann ein paar Powerplay-Chancen erarbeitet und haben die auch dann nützen können. Ich glaube, das war der Schlüssel, dass wir gleich am Anfang eben die Wiener unter Druck setzen hat können. Ja, das Rezept war, wir waren nicht die beste Mannschaft, das darf man nicht sagen. Die ersten zwei Drittel war Wien mit Abstand die bessere Mannschaft. Wir waren effektiver natürlich mit den drei Toren. Aber wir haben auch sehr guten Unterzahl und sehr, sehr starken Torwart. Und er strahlt so viel Sicherheit aus, dass auch wenn Wien die ganze Zeit die Scheiben gehabt hat, wir waren wirklich keine Angst, dass ein Tor fehlt. Ja, wir haben ein paar Chancen gehabt am Anfang und nicht genutzt. Und dann, sie haben zwei Chancen gehabt und beide genutzt. Und wenn man ist 2-0 hinten Linz, es ist eine gute Mannschaft. Sie spielen sehr clever und sie haben verdient zu gewinnen. Im dritten Drittel ist es 3-1 gestanden. Dann hat es eine 5-3 Überzahl für Linz gegeben. War das der Knackpunkt? Das war der Knackpunkt, ohne Frage. Scheibe in die Luft, 5 gegen 3 ist immer schwer zu halten. Und das war der Knackpunkt. Ja, natürlich. Es war so viel Strafen gegen uns im zweiten Drittel und wir haben auch gewusst und wir haben es in der Pause gesagt, wir müssen geduldig sein und die werden auch Strafen nehmen, weil das ist die gleiche meisten Zeit aus. Und dann ist es 5 gegen 3 gekommen und wir haben es gut genutzt, ja. Ja, ich meine, wir haben die Überzahl dann genutzt. Bei so einem Spielstand kann ein Tor so viel ändern. Wenn die einen Anschlusstreffer machen, wird es sicher noch sehr eng und spannend. Und wie man gesehen hat, sie haben sehr viele Chancen auch selber gehabt. Und wenn dann wieder mal einer reingegangen wäre, wäre es dann natürlich noch eng geworden. Also wie gesagt, das war sicher dann sehr, sehr wichtig, dass wir dort ein Tor gemacht haben. Die Scheibe ist in der Tor. Und dann Vanessa 4-1, das ist ein großer Defizit zu bekommen. So. Aber ja, wir kämpfen für 60 Minuten und wir bringen ein Positiv von dem Spiel für das nächste Spiel. Wie haben Sie sich persönlich gefühlt beim Comeback nach einer langen Pause? Wie sind Sie gegangen? Es war nicht der perfekte Beginn für mich, aber ja, das ist 5 Wochen ohne Spiel. So, ich train hart am Eis, aber wenn ich spiele, das ist ein anderes Geschick. Das Tempo ist ein bisschen mehr hoch in das Spiel als Training. So. Ich hoffe in jedem Spiel, ich bin besser und besser und besser. In mein Tief ist für Playoffs, ich bin 100%. So, das ist, was ich hoffe.